Hallo und herzlich willkommen zu deiner Juli-Legung. Schön, dass du zu mir gefunden hast. Ich hoffe, du kannst mit dieser Legung resonieren und das passt für dich diesmal. Wenn du eine private Legung mit mir möchtest, kannst du mich sehr gerne kontaktieren. Meine E-Mail-Adresse ist hinterlegt. Über ein kostenloses Abo, einen Kommentar oder ein Like würde ich mich sehr freuen. Damit unterstützt du mich sehr. So. Dann lassen wir ein paar Karten für dich springen. Was sind so die Hauptenergien? Was ist die Überschrift für dich? Ja, worum geht's? Zwilling Juli. Okay. Lass die Vergangenheit ruhen. Ja, also vielleicht hältst du hier an irgendeiner Sache fest, ja, die in vergangener Zeit passiert ist. Und die Karte sagt jetzt, ja, es wird Zeit loszulassen. Okay, ui, das Geschenk, ja. Das ist eine ganz tolle Karte. Dreht sich auch immer hier um Kinder eventuell, ja. Oder einfach, dass es hier ein Geschenk gibt. Ja, das muss nichts Materielles sein, sondern einfach etwas, was für dich einen hohen Stellenwert hat. Vielleicht etwas, was du dir gewünscht hast. Ja, kriegst du jetzt geschenkt im Juli. Ja, vielleicht hast du damit auch nicht gerechnet. Zwilling. Ui, der Mond. Sehr, sehr schön. Der Mond, ja, steht für Erfolg, steht natürlich auch für deine Gefühle, steht dafür da, dass du vielleicht auch hier irgendeine Art von Beförderung bekommst, wenn wir uns, ja, jetzt die Arbeit anschauen. Muss aber ja nicht immer die Arbeit sein. Also in irgendeiner Angelegenheit kommst du jetzt weiter. Zwilling Juli. Da haben wir sie. Der Turm. Ja, also der Turm sagt immer, dass hier irgendetwas zusammengefallen ist. Das ist nicht immer negativ, sondern dass hier einfach, ja, irgendwas keinen Stand mehr hatte in deinem Leben. Ja, hier ist irgendwas zusammengebrochen. Vielleicht ist es auch besser so. Ja, und dass du jetzt hier dir was Neues aufbauen musst. Vielleicht ist hier auch irgendwie etwas plötzlich passiert. Ja, oder kommt plötzlich jetzt in dein Leben. Das sind so die Überschriften für dich. Ja, also diese Hauptenergien. Es kann sein, dass das nämlich schon passiert ist, ja, dass hier etwas zusammengebrochen ist, dass du hier plötzlich irgendwas erfahren hast. Deswegen auch hier die Karte, lass die Vergangenheit ruhen. Hier haben wir aber auch wirklich, vielleicht heißt es hier, dass es im Endeffekt ja ein Geschenk für dich war, dass das passiert ist, ja. Denn hier steht Erfolg an für dich. So. Gucken wir mal weiter. Stabilität des Hauses. Vielleicht geht es hier auch um dein Haus. Zwilling Juli. Hier deine Gedanken. Juli, Zwilling. Noch eine Karte. Okay. Schauen mal noch. Oh, was ist das denn mal hier? So, unter dem Deck haben wir den reichen guten Herren, ja. Steht immer für finanzielle Stabilität, für gute Nachrichten, ja. Sie ist eine Glückskarte. Steht natürlich auch für einen jüngeren Mann bis zu 40 Jahren. Ja, schauen wir mal weiter. Das passt ja, ja. Ich habe das Gefühl, du hast dich hier zurückgezogen.
Ja, weil hier ist das Haus, vielleicht geht es um dein Haus, vielleicht bist du viel zu Hause. Und der Turm, der steht auch immer so ein bisschen für Isolation, ja, vielleicht fühlst du dich hier alleine oder sie steht für Selbstständigkeit, dass du hier vielleicht selbstständig bist. Und hier, ja, also da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Eine Karte Zwilling. Was hatte sich hier umgedreht? Okay. Da haben wir sie. Okay, die Familie. Lilien, also steht für Familie. Was haben wir hier? Okay. Eine Herzensangelegenheit. So. Was haben wir hier? Ich sehe, du machst dir sehr viele Gedanken, vielleicht über das Vergangene, ja? Weil hier liegt die Diebstahlkarte. Irgendwas wurde dir hier genommen, ja? Also hier wurde dir vielleicht nicht irgendwie wirklich was geklaut, vielleicht ja doch, im einzelnen Fall. Aber dir wurde hier irgendwas genommen, ja? Kann auch vielleicht für deine. Für deine Gesundheit auch stehen, für dein Inneres. Es ist halt so ein Energieräuber auch. Und hier steht die Gerichtsperson. Ja, heißt immer, ja, oder steht für Konflikte, für Streitigkeiten, vielleicht aber auch wirklich, ja, für eine Gerichtsperson. Also vielleicht sind hier auch gerichtliche Dinge, die sich hier klären. Oder hier stehen irgendwelche Termine an in Bezug auch auf vielleicht auf das Haus. Für andere nehme ich aber wahr, ja, dass sie sich hier irgendwie isolieren vielleicht, weil hier auch der Turm ist. Und die Vögel, die stehen immer für Nervosität, für Klatsch und Tratsch, ja, vielleicht für Lästereien. Ja, und hier liegt der Schlüssel. Hier liegt der Schlüssel, also hier gibt es vielleicht einen Schlüsselmoment. Vielleicht hat das auch was mit dem Geschenk hier zu tun. Also hier klärt sich irgendwas. Hier klärt sich irgendwas. Und hier sind die Lilien. Ja, vielleicht hat das irgendwas ja, mit der Familie zu tun. Vielleicht geht es auch hier um irgendein, ja, um eine Vaterfigur im erweiterten Sinne. Ja, dafür stehen die Lilien vielleicht auch. Hier und hinter dem Deck, wie gesagt, haben wir den reichen guten Herrn. Ja, der steht für finanzielle Stabilität und eine Herzensangelegenheit, ja, die für dich hier in diesem Monat wichtig ist. Ja, vielleicht musst du hier wirklich die Vergangenheit ruhen lassen, ja, und vielleicht aus dieser Isolation rausgehen. Ja, vielleicht stehen hier auch Diskussionen an, vielleicht muss das auch so sein, ja. Hier die Nervosität, irgendeine Unruhe ist hier bei dir, ja, aber hier ist der Schlüssel, ja, für dich. Hier liegt der Schlüssel und die Geschenk bekommen Karte Erfolg, ja. Auch wenn hier der Turm liegt, auch wenn hier irgendwas zusammengebrochen ist. Vielleicht in der Vergangenheit oder noch im Juli, ja, aber hier steht der Erfolg für dich an, ja. Und gute Nachrichten in einer Herzensangelegenheit, etwas, was für dich wichtig ist. Ja, ich hoffe, diese Legung war für dich. Ja, ansonsten vielleicht dann die nächste. Kontaktiere mich sehr gerne, ja, für eine private Legung. Ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.